Schönen guten Hallo, ich zeige euch in diesem Video die 10 seltensten Mounts in WoW. Der leuchtende grüne Rumpelschrei, der ist das Sinn! Bevor es losgeht, noch eine kurze Anmerkung. Die Seltenheit der hier aufgelisteten Mounts bezieht sich auf die Anzahl der Spieler, die das jeweilige Mount besitzen. Der leuchtend grüne Roboschreiter fällt somit weg, da ihn im Moment keiner besitzt. Zudem fallen Mounts weg, die zur selben Kategorie gehören und ich erwähne immer nur das jeweils seltenste. Okay, fangen wir an. Platz 10. Großer Blizzardbär. Der große Blizzardbär war im Willkommenspaket enthalten, welches man zu BlizzCon 2008 bekommen konnte. Wer heute noch einen unbenutzten Code hat, kann sich glücklich schätzen. Immerhin liegt der Wert für dieses Mount im Moment zwischen 500 und 1300 Euro. Und so wie es aussieht, wird es auch nie eine andere Möglichkeit geben, das Mount zu bekommen, als sich den Code zu kaufen. Einlösen könnt ihr den Code übrigens als Hortler in Orgrimmar im Tal der Ehre bei Thastish und als Allianzler in Eisenschmiede im düsteren Viertel bei Ransindonner. Nummer 9, schwarzer Protodrache. Diesen Drachen konnte man relativ am Anfang von WOTLK bekommen, wenn man den Erfolg Ruhm des Schlachtzüglers 25 Spieler gemacht hat. Dazu musste man verschiedene Erfolge aus Naxxramas im 25-Spieler-Modus schaffen. Den Erfolg an sich gibt es zwar noch, nur leider gibt es den schwarzen Protodrachen nicht mehr als Belohnung. Für die 10er-Variante des Erfolgs gab es den verseuchten Protodrachen, der ist allerdings deutlich weniger selten, da es zum einen leichter war, nur 10 Leute zu finden und zum anderen wird der verseuchte Protodrache ab und zu im Schwarzmarkt angeboten. Nummer 8. Himmlische Onyx-Wolkenschlange. Das einzige Mount aus der Liste, welches man sich heute noch ohne Probleme einmal die Woche farmen kann. Die himmlische Onyx-Wolkenschlange ist ein Drop vom Schar des Zorns, der sich hier im Konlei-Gipfel auf Pandaria befindet. Früher hatte er verschiedene Spawnpunkte, aber zum Glück wurde das geändert, sodass er nur noch auf einem Punkt spawnt und das mit einer Respawn-Rate von gerade mal 20 Minuten. Das größte Problem ist einfach nur die Drop-Chance vom Mount, die unter 1% liegt. Von allen Mounts, die von Bossen droppen können, ist die himmlische Onyx-Wolkenschlange immer noch die seltenste. Platz 7. Schneller Strandschreiter. In WoW gibt es viele TCG-Mounts, für die es nicht wissen. TCG ist die Abkürzung für Trading Card Game und diese Karten können mit Glück einen Code enthalten, für den man in-game einen Mount bekommt. Der schnelle Strandschreiter ist auch ein TCG-Mount und somit eigentlich nicht schwer zu bekommen, da es viele Möglichkeiten gibt, sich einen Code zu kaufen. Kostet ja nur um die 300 Euro. Oder ihr kauft euch ein Booster-Päckchen für 4 Euro und hofft, das Mount zu bekommen. Das Booster-Päckchen müsst ihr allerdings so im Internet bestellen, das gibt's nicht so beim Kiosk nebenan. Wie bereits erwähnt, gibt es ziemlich viele TCG-Mounts, aber der Schreiter ist das seltenste von allen, vielleicht weil er so hässlich ist. Nummer 6. Boshafter Kriegsbär. Wenn man in einer Season 103 vs 3 Arena-Kämpfe oder 40 gewertete Schlachtfelder gewinnt, bekommt man als Belohnung einen schrecklichen Sattel. Diesen Sattel kann man dann gegen eins von vielen Mounts eintauschen und das am wenigsten unter Spielern vorkommende und somit das seltenste boshafte Mount ist der boshafte Kriegsbär, wobei die Allianzperson ein Stück seltener ist als die der Horde. Warum der Bär so unbeliebt ist, liegt wohl daran, dass ein gepanzerter Bär in WoW nicht wirklich was Besonderes mehr ist. Platz 5. Prestigeträchtiger Mitternachtsrenner. Dieses Mount bekommt man als Belohnung, wenn man Prestigestufe 25 erreicht. Dazu muss man lediglich 24 Stunden am Tag PvP machen und nichts essen. Okay, zugegeben, man kann sich mit dem Prestige etwas Zeit lassen und genau das ist auch der Grund, weswegen ich mir gut überlegen musste, dieses Mount in die Liste zu nehmen. Schließlich werden mit der Zeit immer mehr Spieler dieses Mount bekommen und irgendwann ist es einfach nicht mehr selten. Für alle, die ein selteneres Prestige-Mount kennen, ich schreibe das Skript zu diesem Video gerade am 2.1.2018 um 0.47 Uhr und kann leider nicht in die Zukunft sehen. Wer weiß, wie viele Mounts da noch reinkommen. Nummer 4, weißes Schlachtross des Kreuzfahrers. Ja, es gibt auch ein schwarzes Schlachtross, aber das der Allianzler ist mal wieder etwas seltener. Dennoch größten Respekt an alle, die das Mount besitzen, denn um den Erfolg für das Mount ein Tribut an die Unsterblichkeit zu bekommen, muss man die Prüfung des Kreuzfahrers im 25-Spieler-Modus schaffen, ohne dass auch nur einer stirbt. Das Problem ist allerdings, dass man das zusätzlich beim ersten Try in der Woche schaffen musste. Wenn man den letzten Boss gelegt hat, bekam man, soweit ich weiß, eine Tributtruhe und dessen Inhalt hat sich an die verbleibenden Versuche der maximal 50 angeglichen. Den Erfolg für das Mount bekam man aber nur dann, wenn noch alle Versuche übrig waren und niemand während den gesamten Bosskämpfen gestorben ist. Das System mit maximal 50 Versuchen wurde allerdings zu Cataclysm entfernt und somit auch die Chance, das Mount zu bekommen, da es den Erfolg auch nicht mehr gibt. Nummer 3. Wolkenschlange des bösartigen Gladiators. Gladiatoren-Mounts sind die Reittiere für PvPler. Wenn jemand solch ein Mount besitzt, sollte man ihn im PvP aus dem Weg gehen. Denn um ein Gladiatoren-Mount zu bekommen, muss man unter den 0,5% der Arena-Spieler in einer Season gehören. Die Wolkenschlange des bösartigen Gladiators war aus Season 12 zu Pandaria.
hier. Warum sie das seltenste Gladiatoren-Mount ist, kann ich allerdings nicht erklären. Ich schätze mal, dass 0,5% Spieler zu Pandaria einfach weniger Spieler waren als zu anderen Addons. Nummer 2. Ein Mount, auf das alle gewartet haben. Die schwarze Courage-Panzerdrohne. Die schwarze Courage-Panzerdrohne ist das einzige legendäre Mount in WoW und meiner Meinung nach völlig zu Recht. Zur Öffnung des Raids an Courage in Vanilla gab es ein einmaliges Event, in dem man die Chance hatte, dieses Mount zu bekommen. Man musste eine Questreihe erledigen und am Ende einen Gong schlagen. Nur 10 Stunden, nachdem der erste Spieler eines Servers den Gong geschlagen hat, hatten andere Spieler noch Zeit, ebenfalls das Mount zu bekommen. Viele sagen, dass das Mount immer nur ein Spieler pro Server bekommen hat. Das liegt aber daran, dass die meisten Server sehr wenige Leute hatten, die schnell genug waren, mit den Schnellsten der Schnellen mitzuhalten. Und 10 Stunden waren nun mal verdammt wenig, wenn man bedenkt, dass die Voraussetzungen der Quest für die meisten Spieler nahezu unmöglich in so kurzer Zeit umzusetzen waren. Das hat dann eben dazu geführt, dass auf vielen Servern nur 1 bis 3 Personen den Gong schlagen konnten. Das Mount haben also tatsächlich auf ein paar Servern nur eine einzige Person erhalten, aber es war möglich, dass es mehrere bekommen. Und die Nummer 1 auf der Liste. Ein schwarzes Widder. Das schwarze Widder ist eins der alten Epic Mounts der verschiedenen Völker. Zu Patch 1.4 wurden alle dieser Mounts entfernt und durch neue mit Rüstung beschmückten Mounts ersetzt. Eins dieser alten Epic Mounts hat damals 1000 Gold gekostet, was man heute mit einem Wert von um die 300.000 Gold vergleichen kann. Wer es geschafft hat, sich damals so ein Mount zu besorgen, wurde mit der Heldentat Oldschool Reiter belohnt. Und unter all diesen Mounts ist der schwarze Widder nun mal das seltenste. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, etc. Und wenn nicht, dann nicht. Ciao, rein.